Hallo und herzlich willkommen zu Silvers erweitertem Hearthstone Tutorial Folge 4. Thema heute ist Dienerpositionierung, also die Frage, in welcher Anordnung man die Diener auf dem Feld platziert. Zugegeben, in den meisten Fällen ist das relativ egal, es gibt allerdings drei Szenarien, in denen die Anordnung tatsächlich eine Rolle spielt und die drei wollen wir uns jetzt im Folgenden angucken. Erste Möglichkeit hierzu sind Karten des Gegners, die Einfluss auf nebeneinander platzierte Karten auf unserer Seite des Spielfeldes haben. Beispiele wären zum Beispiel beim Magier der Kältekegel, beim Jäger der Explosivschuss oder beim Schurken die Karte Verrat. Um solche Karten zu kontern, muss man natürlich die Diener entsprechend platzieren, dass der Effekt dieser Karten möglichst minimal ist. Schwierigkeit dabei, man weiß ja nicht, ob der Gegner diese Karten überhaupt in seinem Deck hat und ob er sie gezogen hat. Das geht so ein bisschen in die Richtung des Erwartens, was der Gegner spielen wird, aber das gucken wir uns in einem anderen Video nochmal ausführlicher an, was damit gemeint ist. Aber selbst wenn man sich nicht sicher sein kann, ob der Gegner entsprechende Karten hat, sollte man trotzdem ein oder zwei Gedanken darauf verwenden, zu überlegen, wie man der Möglichkeit einer solchen Karte mit den eigenen Dienern entgegentreten kann. Wir gucken uns das Ganze einmal am Beispiel des Kältekegels an. Stellen wir uns folgendes Szenario vor. Wir spielen ein Control-Deck, das den geschmolzenen Riesen zweimal enthält. Unsere Lebenspunkte sind schon relativ weit runter auf einen Wert, dass wir unsere beiden geschmolzenen Riesen im selben Zug spielen können. Unser Gegner ist ein Magier, der schon gezeigt hat, dass er sehr stark auf Frosteffekte setzt, also zum Beispiel ein Freeze Mage. Auch seine Lebenspunkte sind schon ziemlich weit runter und wenn einer unserer Riesen erfolgreich angreifen kann, reicht es mit unseren anderen Karten zusammen, um ihn zu besiegen. Wir haben schon ein paar andere Diener auf dem Feld und wollen jetzt unsere beiden Riesen ausspielen. Aufgrund der Erfahrung mit seinen diversen Kältezaubern müssen wir davon ausgehen, dass er auch einen Kältekegel in seinem Deck haben könnte. Die Frage ist, wie platzieren wir jetzt unsere beiden Riesen? Die Antwort ist relativ simpel, nicht direkt nebeneinander. Würden wir beide Riesen direkt nebeneinander setzen, dann könnte er mit seinem Kältekegel beide ganz einfach einfrieren und wir hätten nichts gewonnen, wir hätten nicht genug Angriff auf dem Feld. Wir müssen sie also so weit auseinander platzieren, dass egal wie er den Kältekegel auch setzt, mindestens einer der beiden Riesen nicht davon erfasst werden kann. Das heißt, zwischen den beiden Riesen müssen mindestens zwei andere Diener liegen. Jetzt haben wir in unserem Szenario entsprechend Diener auf dem Feld, das heißt, wir können sie so platzieren und somit können wir sicherstellen, dass zumindest der Kältekegel nicht beide Riesen erwischt und wir mit einem mindestens mal angreifen können. Dieses Konzept der Dienerplatzierung steht und fällt natürlich mit der Frage, ob man genügend andere Diener auf dem Feld hat, um eine entsprechende Platzierung zu erreichen. Wenn nicht, dann ist die ganze Überlegung natürlich hinfällig, aber wenn es geht, dann sollte man die Gedanken darauf verwenden. Der zweite Fall, wo Dienerplatzierung eine Rolle spielt, sind Diener, die andere Diener aufs Feld beschwören. Beispiele wären hier etwa der Totemiker der Tuska, der Boss der Wichtelgang oder die Beichtpatin Blondlocke. Alle diese Diener rufen unter bestimmten Voraussetzungen andere Diener auf das Feld und das tun sie immer zu ihrer Rechten. Dass solche Diener immer rechts von ihrem Beschwörer erscheinen, sollte man im Kopf behalten, beispielsweise im Hinblick auf das, was wir gerade gehört haben zum Thema Zauber, die benachbarte Diener beeinflussen, aber auch im Hinblick auf das, was wir gleich im dritten Teil hören werden, nämlich wenn es um Karten geht, die Effekt auf benachbarte Diener haben. Will man also dafür sorgen, dass ein auf diesem Wege neu beschworener Diener möglichst weit von einem bestimmten anderen Diener entfernt ist, dann sollte man den Beschwörer auf die rechte Seite des Spielfelds platzieren, weil dann wird der neu beschworene Diener nochmal ein Stückchen weiter rechts sein, unter der Annahme, dass das reicht, um die beiden Diener weit genug auseinander zu bekommen. Auch hier natürlich, wenn nicht ausreichend Diener auf dem Feld sind, nutzt das Ganze relativ wenig, weil man dann halt nichts erreichen kann. Insbesondere bei Dienern, die regelmäßig neue Diener aufs Feld beschwören, beispielsweise Boss der Wichtelgang oder die Beichtpatin Blondlocke durch ihren Inspirationseffekt, sollte man immer im Kopf behalten, dass sie immer direkt rechts neben dem Beschwörer erscheinen. Das heißt, Diener, die da bisher schon lagen, werden entsprechend eine weitere Stelle nach rechts gedrückt. Das wäre zum Beispiel wichtig, auch wenn ich jetzt hier abermals vorgreife, wenn ein Flammenzungentotem neben dem Beschwörer liegt, dann sollte man erst mit dem beschwörenden Diener angreifen, solange er noch den Angriffsbonus des Flammenzungentotems hat. Denn sobald er seine Beschwörung abgeschlossen hat, liegt ein anderer Diener zwischen ihm und dem Flammenzungentotem und er wird diesen Effekt nicht mehr haben.
Und damit kommen wir auch sofort zum dritten Fall, wo Platzierung eine Rolle spielt, nämlich bei Dienern, die durch ihre Effekte Wirkung auf benachbarte Diener haben. Entweder in Form eines Kampfschreis, wie zum Beispiel die Sonnenzornbeschützerin oder der Verteidiger von Argus, oder permanent wie das Flammenzungen-Totem oder der Terrorwolf Alpha. Bei Dienern wie dem Verteidiger von Argus und der Sonnenzornbeschützerin muss man bei deren Platzierung natürlich gucken, dass die Diener ihren Effekt bekommen, die ihn bekommen sollen, sprich den Spott in erster Linie, und die, die ihn nicht bekommen sollen, ihn nicht bekommen. Das kann dafür sorgen, dass man eine Sonnenzornbeschützerin beispielsweise ganz an den Rand legt, damit nur ein bestimmter Diener Spott bekommt, wobei es in den meisten Fällen natürlich schon Sinn macht, sie so zu platzieren, dass zwei Diener ihren Effekt abbekommen, um einfach das meiste aus diesen Dienern herauszuholen. Das setzt natürlich voraus, dass man sich bei der Platzierung der anderen Diener schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, was passieren könnte, wenn man dann eine Sonnenzornbeschützerin bzw. einen Verteidiger von Argus spielen will. Denn wenn die anderen Diener ziemlich mistig platziert sind, dann nutzt einem eventuell dieser Verteidiger nichts, weil man nicht die besten Ziele mit seinem Effekt belegen kann. Oder anders gesagt, wenn man solche Diener wie Sonnenzornbeschützerin und Verteidiger von Argus im Deck hat, sollte man bei der Platzierung der übrigen Diener schon im Hinterkopf behalten, was wohl passieren würde, wenn man diese Diener dann bekommt und ausspielen will. Gleiches gilt auch für permanente Effekte auf benachbarte Diener, wie sie beispielsweise das Flammenzungen-Totem oder der Terrorwolf Alpha haben. Wobei hier noch eine Schwierigkeit mehr hinzukommt. Da sich diese Effekte ja immer auf die jeweils aktuell neben diesen Dienern liegenden anderen Diener beziehen, muss man hier auch im Hinterkopf behalten, was passiert, wenn diese Diener wechseln. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Diener zerstört wird und ein anderer dafür neben das Flammenzungen-Totem nachrückt. Das Ganze hat natürlich außerdem auch Auswirkungen auf die Angriffsreihenfolge der Diener, denn man sollte gucken, dass Diener mit dem Buff des Flammenzungen-Totems beispielsweise zuerst angreifen, denn wenn sie zerstört werden, rücken andere nach, die dann ihrerseits diesen Buff bekommen und damit ebenfalls verstärkt angreifen können. Das heißt, auch hier sollte man sich über die Reihenfolge und Anordnung der Diener bereits im Vorfeld Gedanken machen, damit man, wenn man eine Karte wie das Flammenzungen-Totem bekommt, bereits die Diener so platziert hat, dass man den maximalen Nutzen aus diesem Buff-Totem herausziehen kann. Aus diesem Grunde gibt es bei vielen Schamanen-Decks in den dazugehörigen Guides eine ganze Sektion, die sich damit beschäftigt, wie man die Diener optimalerweise auf dem Feld platziert, zum Beispiel in einer Anweisung, dass man versuchen sollte, die stärksten Diener nach links zu platzieren und die schwächsten Diener eher rechts. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Diener mit permanenten oder Kampfschrei-Effekten, die sich auf benachbarte Diener beziehen, die schwierigste Kategorie sind, da man hier bereits oft im Voraus sehr viel planen muss, um das Maximale aus solchen Effekten herauszuholen. Soweit in Kürze die Fälle, wo Dienerordnung auf dem Spielfeld eine größere Rolle spielt. Wenn hierzu noch Fragen bestehen, gerne in die Kommentare, ich werde dann versuchen, die Fragen zu beantworten. Und ansonsten kann ich an dieser Stelle nur noch sagen, Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!